Hallo Dino-Menschen, na, wie geht's euch? Ich habe mal wieder ein kleines Video für euch und dieses Mal ist es ein wenig anders, denn ich habe ein Bauvideo für euch. Normalerweise poste ich keine Bauvideos, weil das mein persönlicher Endgegner ist, aber ich wollte euch zeigen, wie ich das hier gebaut habe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr wahrscheinlich seit dem TLC auch Tyler Coleus züchten wollt, weil deren Bleed-Effekt ziemlich gut ist. Aber da sie zu züchten super nervig ist, teile ich mein Setup mit euch, damit ihr das nachbauen könnt und ihr nicht so genervt seid, wie ich es war. Ich werde euch in diesem Video erklären, warum ich es so gebaut habe, wie ich es gebaut habe, damit ihr das nachvollziehen könnt. Und dieses komplette Konzept ist innerhalb von 4 Stunden in meinem Stream entstanden und ich hatte ein wenig Hilfe von Mama Bear, von Arc Official PvP, und in diesem Stream haben wir dieses Konzept erarbeitet und ich zeige euch, warum es so ist, wie es ist. Die Grundidee dieses Setups ist, dass es weit genug über dem Boden ist, dass ich unter dem Setup herlaufen kann, um Babys zu claimen und sie hinter mir herzupfeifen, und aber auch, dass die Babys herunterfallen, auch von den oberen Weibchen, und dass ich nicht das Problem habe, dass sie im Mesh von den Weibchen hängen bleiben und ich die Weibchen bewegen muss, um die Babys zu claimen. Als ich mein Original-Setup aufgebaut habe, ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar, dass die Reichweite von den Männchen zu den Weibchen unglaublich gering ist, und zwar geringer, als ich das mit anderen Dinos in irgendeiner Weise mal erlebt hätte. Was ihr hier seht, ist das Maximale, was ich herausholen kann. Und wenn ihr im Vergleich meine Kanus seht, bei meinem Kanu-Setup habe ich geschafft, 29 bzw. 30 Weibchen in dem Setup für ein Männchen unterzubringen. Bei meinen Tyler Coleus allerdings schaffe ich nicht mehr als 12 in diesem Setup. Für meinen Geschmack persönlich sind 12 Weibchen, vor allen Dingen dann, wenn die Linie schon gekappt ist, zu wenig. Ich hätte zumindest gerne 20 mindestens, aber ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich es schaffe, 20 unterzubringen. Das heißt, so wie es jetzt ist, ist es halt so, wie es funktioniert, und wenn ich eine Verbesserung habe, dann werde ich euch das natürlich sagen. Die Idee hinter diesem Setup ist, dass das Männchen in der Mitte ist und somit die Weibchen oben und die Weibchen unten erreicht. Und wenn ihr das seht, die Weibchen stehen nicht auf den Ceilings, sondern sie hängen herunter. Und das ist deswegen, weil so die Babys dann einfach herunterfallen können und nicht in dem Mesh von den Weibchen hängen bleiben. Normalerweise funktioniert es auch. Manchmal ist es ein bisschen buggy, wenn sie Zwillinge und Drillinge bekommen, weil die Babys dann nicht nach hinten fallen, sondern zu den Seiten. Aber im Normalfall funktioniert es. Bei den Weibchen auf der unteren Etage werden die Babys einfach unter den Weibchen landen und dann könnt ihr die Babys einfach so claimen. Bei den Weibchen, die sich darüber befinden, werden die Babys herunterfallen, und zwar in diese Zwischenräume, die zwischen den Ceilings sind, auf denen die Weibchen auf der unteren Etage stehen. Und ihr könnt das hier auch sehen, und ein kleiner Tipp für Breeding Setups: da wo die Häufchen hinfallen, da fallen meistens auch die geborenen Babys hin. So könnt ihr das immer ganz gut einschätzen. Wie das Setup funktioniert, werde ich euch jetzt zeigen. Und dafür muss ich jetzt nur noch mal eben überprüfen, ob ich die richtigen Männchen habe. Es scheint nicht so, sondern die Männchen hier unten sind die richtigen. Also ich werde die Männchen jetzt mal eben schnell austauschen und danach zeige ich euch, wie das Setup funktioniert. Ich habe jetzt die richtigen Männchen auf den beiden Podesten, und zwar 154 Mili hier und 154 Leben auf der anderen Seite. Und eine Sache, die wir hier bedenken müssen, ist, dass mit dem Mutator ich weder die Weibchen noch die Männchen, wenn sie verstrahlt sind, bewegen kann. Das heißt, dieses Setup ist darauf ausgelegt, dass ich sie nicht bewegen muss und sie in der kompletten Paarung in dieser Position bleiben. Da die Verstrahlung natürlich auch zeitlich limitiert ist, habe ich nicht die Zeit, um das Männchen zwischen mehreren Weibchen hin und her zu bewegen, weil ich keine 2 Paarungsdurchläufe während einer Episode von Verstrahlung machen kann. Dementsprechend muss das jetzt so bleiben, wie es ist, und daraufhin ist das Setup ausgelegt. Mit den Mutatoren aktiviert, werde ich jetzt nur noch die Männchen auf Verpaarung stellen und dann werden sie sich mit den Weibchen auf ihrem jeweiligen Turm paaren. Wie vorher erwähnt, sind es leider nur 12, aber das ist dann eben der Abstrich, den ich machen muss, wenn ich es praktisch haben will. Und damit ihr nicht warten müsst, gibt es jetzt einen kleinen Cut zu, wenn sie fertig verpaart sind.
Jetzt sind sie alle schwanger und wir müssen ungefähr 5 Minuten warten, bis die Babys da sind auf unseren Einstellungen im Moment. Und ich werde natürlich auch hier wieder zu der Stelle schneiden, damit ihr euch keine 5 Minuten lang schwangere Tyler Colliers anschauen müsst. Technik ist großartig, nicht wahr? Wir sind nun 4 Sekunden davon entfernt, dass die Babys geboren sind. Und hier könnt ihr nun sehen, wie es funktioniert. Die Babys von oben sind alle ordentlich runtergefallen, wie ihr hier seht. Und die Babys von den Katzen hier unten sind neben ihnen gelandet. Und wir hatten diesmal anscheinend auch das Glück, dass wir keine verbackten Zwillinge oder Drillinge hatten, sondern dass alle ordentlich heruntergefallen sind. Und hier könnt ihr sehen, wie einfach und zugänglich die Babys jetzt sind. Und das ist das große Prinzip oder das grobe Prinzip, wie mein Setup funktioniert. Und jetzt muss ich mal eben schnell das Mating bei den Männchen abstellen, sonst logge ich mich nämlich das nächste Mal ein und ich habe eine Katzenapokalypse hier, das will natürlich niemand. Und jetzt werde ich grob erklären, wie ich das hier gebaut habe. Und zwar habe ich hier eine Reihe von Pillern und hier unten habe ich, soweit ich das sehe, einen kleinen S-Plus-Piller verwendet. Ihr könnt allerdings auch normale Piller verwenden, vermutlich. Oder noch besser, einfach hier so eine Wand hochziehen. Stellt nur sicher, dass es eben eine Wand hoch ist, damit ihr drunter herlaufen könnt. Hier habe ich dann einfach einen Kreis aus Triangle Ceilings gemacht und habe an diese Triangle Ceilings, an die Ränder, normale quadratische Ceilings gemacht und auf die habe ich dann die erste Reihe an Weibchen gestellt. Und diese hängen dann herunter. Dann in der Mitte habe ich nochmal einen Kreis aus Triangle Ceilings gemacht und habe hier das Männchen drauf. Mehr braucht es da auch nicht. Dann eine Ceiling und Rampen hier runter. Da könnt ihr dann sehen, ob ihr vielleicht Stufen haben wollt oder normale Rampen. Das macht keinen Unterschied. Auch das Material macht keinen Unterschied. Also ihr könnt das bauen, woraus ihr das bauen möchtet. Ihr könntet dieses Setup natürlich auch komplett irgendwie in Holz bauen. Aber ich habe Glas genommen, weil es schöner aussieht. Dann oben habe ich das gleiche Setup wieder verwendet wie unten, nur dass ich die Weibchen nicht an die Ränder außen gemacht habe, sondern in die Zwischenräume, damit die Babys eben in die Zwischenräume unten fallen und nicht die Babys auf die Weibchen unten fallen. Und wie ihr seht, das hat hier auch ganz gut funktioniert. Ihr könnt wahrscheinlich, vor allen Dingen dann, wenn ihr keine Mutatoren verwendet, sehr viele Anpassungen machen, weil ihr da ja nicht an die Bewegungsunfähigkeit der Tiere gebunden seid. Ich habe nicht so viele Bugs mit diesem Setup erlebt, nur manchmal, wie gesagt, wenn Zwillinge oder Drillinge geboren werden, bleiben die hier unten an der Kante manchmal hängen. Aber es passiert relativ selten und normalerweise findet man die dann immer ganz schnell, vor allen Dingen, wenn sie oben wachsen und dann auf einmal eine Katze mehr da ist, dann findet man das sehr schnell heraus. Aber ansonsten bin ich mit dem Setup doch sehr zufrieden. Ich wäre natürlich immer noch über mehr Weibchen glücklich, aber so ist es nun mal, es ist wie es ist. Das Setup, hoffe ich, hat euch ein bisschen Inspiration gegeben, euer eigenes Setup zu bauen und vielleicht ein bisschen anzupassen. Wenn ihr bessere Ideen habt, Sachen zu lösen, dann sagt mir Bescheid. Ich bin immer für Vorschläge offen. Und ich werde jetzt durch die Babys durchgehen und schauen, ob ich eine Mutation bekommen habe. Allerdings werde ich das ohne Kamera machen und ich sehe euch im nächsten Video. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!